Habt ihr schon mal probiert, einen Bumerang zu werfen? Nein? Ich schon, ja. Vor 20 Jahren. Leider haben sich nach dem ersten Wurf unsere Wege getrennt. Also, Bumi, so habe ich ihn damals immer genannt. Falls du das siehst, melde dich. Ich vermisse dich. Jedenfalls habe ich mir heute vorgenommen, den Bumerang nicht nur so zu werfen, dass er wiederkommt, sondern ich möchte ihn auch noch selber bauen. Die Frage ist jetzt aber, wie schaut so ein Bumerang überhaupt aus? Also habe ich mich erstmal vor den Rechner gesetzt und geschaut, was es so für Bumerangformen gibt und wie man sowas baut. Also, meine bisherige Recherche hat ergeben, dass es beim Bau des Bumerangs einen Unterschied macht, ob ich mit links oder mit rechts werfe. Ich werfe mit links, also muss ich da jetzt beim Bau gleich drauf achten. So soll der Bumerang also ausschauen. Das geben meine Fusion-Kenntnisse gerade noch her, aber das Maximum. Dann gucken wir mal, dass wir das irgendwie fertigen. Jetzt habe ich da gelesen, dass man dünnes Sperrholz nehmen soll, also Multiplex quasi. Ich frage mich, ob das in MDF auch geht. Weißt du was, wir probieren es in Multiplex und in MDF. Schau mal, da habe ich auch noch ein Stück übrig. Das probieren wir einfach mal. Schauen wir mal, ob es geht und ob überhaupt wiederkommt, das ist ja auch die Frage. Ja, wie übertrage ich jetzt die Form da drauf? Jedes Mal gesagt, ich mache mal eine Schablone aus dem MDF, was eh immer gut ist, ja, dann können wir es fräsen. Weil wenn man jetzt sagt, hey, man macht 10 Bumerangs oder 3 oder 20 oder will mal wieder welche machen, dann lohnt es sich sowieso eine Schablone zu machen. Die mache ich in MDF, da machen wir dann nachher auch einen Bumerang draus. Und mit der Schablone fräsen wir dann unser Multiplex. Brauchen wir erst mal einen Sprühkleber. Hier. Wisst ihr was? Mir fällt gerade was Cooles ein, ja, aber dazu komme ich am Ende des Videos. Da werdet ihr euch freuen. Also, dann machen wir mal den Sprühkleber da drauf. So, Platz sparen braucht man nicht sein, weil das ist sowieso gerade ausreichend. Ich säge das Ganze jetzt mit der Bandsäge aus. Wenn ihr daheim nur eine Stichsäge oder eine Laubsäge habt, geht ganz genauso. Also ultra genau ist das jetzt nicht geworden. Dann werden wir sehen, ob das nachher beim Werfen nachher ein Problem gibt oder nicht. Jetzt schleifen wir erstmal die Konturen nach. Und auch ein ganz wichtiger Tipp, wenn ihr das mit der Schablonengeschichte macht wie ich. Je genauer und schöner jetzt eure Schablone ist, desto besser werden auch eure kopierten Teile. Das heißt, diese ganzen Rillen hier, die schleife ich mir jetzt weg, denn ich baue quasi das Masterteil von der Form her. Und je besser eure Form ist, desto besser wird die Kopie. So, für die Rundung hier nehme ich einfach diese Spraydose. Dann kann ich hier ganz gemütlich das schleifen. Es geht auch ruckzuck, da es ja MDF ist. Wenn man jetzt was anderes nehmen würde, zum Beispiel Multiplex, wird es ein bisschen länger dauern. Unsere Form ist fertig, sieht jetzt so aus. Wenn wir es aber umdrehen, sehen wir diese komischen Linien und die müssen wir wegschleifen. Das heißt, von dieser Unterkante bis zu dieser Linie müssen wir jetzt eine Phase anschleifen. Und da ich jetzt hier einen Linkshänder-Bumerang baue, weil ich Linkshänder bin, muss die Phase auf der Seite sein. Bin ich jetzt Rechtshänder, muss die Phase auf der anderen Seite sein. Aber falls ihr den nachbauen wollt, bleibt bis zum Ende dran, da habe ich eine Überraschung für euch. Nee, ich schleife an dem nur gar nichts rum. Ja, noch nicht. Das ist ja unser Masterteil, also unsere Form. Und von der Form erstelle ich jetzt erstmal ganz viele Kopien von diesem Sperrholz, weil falls wir einen verkacken oder irgendwas. Wie geht es? Als erstes mal nehme ich mir ein Papierklebeband. Da könnt ihr irgendein Klebeband nehmen, was ihr daheim rumliegen habt. Dreh das hier um und zeichne mir grob an, wo diese Flügel stehen. Und an diesen Stellen mache ich jetzt auch Klebeband drauf. Dann lege ich es noch mal übereinander, weil das wird jetzt gleich wichtig. Diese Klebebänder und diese Flügel müssen übereinander sein. Das ist es jetzt hier. Dann braucht ihr einen Sekundenkleber. Und den bringe ich jetzt hier auf unser Klebeband auf. Zack.
dann lege ich den Bumerang drauf und drücke das kurz fest. Ich höre euch aber schon sagen, ja, ich würde da doppelseitiges Klebeband nehmen. Könnt ihr machen, ist viel teurer, wenn ihr solche Sachen öfter macht. Diese Klebeband- und Sekundenklebermethode ist die bessere Methode und die günstigere Methode. Die bessere deswegen, wenn ihr hier doppelseitiges Klebeband aufbringt und das abzieht, könnt ihr die Oberfläche beschädigen. Ja, ich merke gerade, das wäre gescheiter gewesen, wenn wir hier einfach kleine Quadrate aus. Das machen wir jetzt auch. Wir schneiden kleine Quadrate aus, dann tun wir uns nämlich leichter an der Bandsäge mit dem Handling von kleineren Teilen. So, und jetzt sägen wir dieses Ding grob aus. Mit grob meine ich 2-3 mm größer als der tatsächliche Bumerang. So schaut unser Bumerang momentan aus. Oben ist die Form und unten soll die Kopie sein. Aber wie gehen wir jetzt weiter vor, weil das passt ja nicht. Seid ihr heimwerkertechnisch jetzt ein bisschen besser ausgestattet, nehme ich jetzt einen Bündigfräser und fräse das. Wenn ihr jetzt sowas nicht habt, so eine Fräsplatte, was ich euch gleich zeige, einen Bündigfräser und so Geschichten, dann könnt ihr das natürlich auch genau schneiden und zurechtschleifen mit einem Dremel, mit einer Schleifmaschine, mit einer Dekopiersäge, was weiß ich. Das muss nicht sonderlich genau sein. Ich zeige euch jetzt quasi, sage ich mal, den Profi-Weg in Anführungszeichen. So schaut solch ein Bündigfräser aus. Der hat hier oben ein Kugellager. Dieses Kugellager wird gleich die Form ablaufen. Und hier unten haben wir Schneiden. Und die werden das überflüssige Material unserer Kopie wegfräsen. Das muss ich mir jetzt erst noch einstellen. Das heißt, ich schaue, dass jetzt gleich dieses Kugellager auf dieser Form läuft. Dazu muss ich die Höhe des Fräsers natürlich so einstellen, dass dieses Kugellager natürlich nachher auch die Chance hat, an meine Form dran zu kommen. Das ist jetzt hier. Dann spanne ich die Oberfräse fest und dann fange ich an zu fräsen. So schaut unser Bumerang jetzt aus. Wenn wir ihn umdrehen, sehen wir, das Material hat exakt die gleiche Form angenommen. Heißt natürlich auch, wenn ihr in eurem Muster oder in eurem Original irgendwie einen Bogen drin habt oder irgendwas, das überträgt sich dann natürlich auf die Unterseite, wenn ihr das fräst. Und jetzt können wir es ganz einfach auseinanderziehen und haben zwei Teile. Das können wir jetzt endlos wiederholen, bis wir so viele von diesen Kopien haben, wie wir brauchen. So, als nächstes müssen wir ja hier schleifen, aber auf dem haben wir keine Markierung. Also, was mache ich? Ich zeichne mir das so Pi mal Auge an. Ob das Pi mal Auge ausreichend ist, werden wir dann nachher sehen, ob das Ding fliegt und auch, ob es wieder zurückkommt. So habe ich es jetzt markiert und jetzt schleifen wir diese Seiten mal flach. Die Frage ist, wie schleifen wir das jetzt, gell? Also ich würde mal sagen, das kann ich mit allem schleifen. Mit einem Bandschleifer, mit einem Trommelschleifer, mit der Feile, mit Schleifpapier. Also mit allem, was du daheim hast, kann ich das im Endeffekt schleifen. Ich glaube, ich probiere es mal mit der Feile. Bitte? Ach, das ist tatsächlich der Plan? Ich habe jetzt hier ganz normale Stahlfeilen, das ist schon ziemlich grobe. Mit der werde ich es mal probieren. Also ich merke schon, ich muss den irgendwie festspannen, weil sonst wird es auf keinen Fall was. Vielleicht wird irgendeine Maschine doch besser, gell? Ach, keine Ahnung. Das probieren wir jetzt einfach mal aus und dann werden wir schon sehen, ob das geht. Ja, man kann es so machen, wenn man nichts anderes hat, aber ich stelle jetzt so, als ob ich kein Werkzeug habe. Lass uns das mal auf eine andere Weise probieren. Ja.
mal gespannt, du, ob der nachher fliegt und ob der nachher wieder zurückkommt, du, ey. So schaut's jetzt aus. Ist nicht perfekt geworden, aber ich glaube auch gar nicht, dass perfekt hier wirklich notwendig ist. Jetzt muss aber an diese Kante noch eine ganz, ganz, ganz leichte Rundung hin. Das habe ich bei meiner Recherche entdeckt. Die Frage ist jetzt, nehmen wir dann einen Abrundfräser? Ach komm, das machen wir mit der Hand schnell. Jetzt geht er ratzfatz, oder? Machen wir es mit der Hand? Machen wir mit der Hand. Ich flach die Kanten wirklich schön ab, dass wir auch die besten Voraussetzungen haben, dass das Ding zurückkommt. Weil wenn es zu schlampig geschliffen ist, keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht. So, lackieren wir jetzt oder nachdem wir es probiert haben zu werfen? Ja komm, der wird schon fliegen. Lackieren wir. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Das sind sie also, die zwei Bumerangs. Bumerangse? Mehrzahl? Bumerangse? Hat er überhaupt noch einen deutschen Pass? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bumerang, egal. Die Überraschung ist übrigens, ich habe euch eine Schablone gemacht, die ihr euch ausdrucken könnt. Ich habe es eh schon gemacht in Fusion, dann könnt ihr euch die ausdrucken. Mit einer Wurfanleitung. Bräuchte ich eigentlich selber jetzt, gell? Egal. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Und jetzt werfen wir die Dinger mal. Und dann schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Ich habe mir das extra ganz genau angeschaut. Die erkläre ich das nachher auch. Ihr werdet es jetzt das erste Mal selber probieren. Und dann gucken wir mal, ob das Ding ansatzweise irgendwie wiederkommt. Also. Also ich bin mir jetzt nicht so sicher, aber ich glaube, das hat nicht so ganz geklappt. Ja, das war schon gar nicht so ganz falsch. Ach scheiße, jetzt schon wieder Lust, das Ding zu verfeuern, du. Grütze, Fünferlau. Der fliegt wesentlich besser. Der fliegt... Ja! Oh! Fast die Kamerafrau getroffen. Hops genommen. Einfach nur hops genommen. So, einmal hat es geklappt, aber ich sehe, das ist eine Übungssache. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachbauen. Wie gesagt, die Schablone findet ihr in der Videobeschreibung. Ich übe jetzt noch ein bisschen, das ist fast schon wie Golf, ja. Einmal schmeißen, 5 Minuten laufen und wiederholen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis die Tage. Servus.